Willkommen, ich möchte heute erklären, wie kann man den geometrischen Mittelwert berechnen. Dazu muss man natürlich diese hässliche Formel kennen, aber dass wir die besser verstehen können, mache ich direkt ein paar Anwendungsbeispiele. Also, wenn ihr sowas habt, dann habt ihr irgendeine Art von Datensatz gegeben und hier haben wir jetzt quasi im ersten Beispiel drei Daten gegeben. Und das führt mich schon mal dazu, was das n oben in der Formel bedeutet. Das n ist nämlich nichts anderes als die Anzahl der Datensätze. Das heißt, in unserem Beispiel haben wir drei Daten. Also müssten wir für diesen Wert die oben die dritte Wurzel haben. Und was bedeutet jetzt diese x1, x2, xn? Das sind die Werte der einzelnen Datensätze oder die Merkmalsausprägung, sagt man auch. Also hier wäre das quasi 1 mal 1 mal 8. Also die dritte Wurzel von 8, wenn man sie zusammenrechnet. Ab hier könnt ihr meinetwegen einen Taschenrechner nehmen. Hier wird sogar glatt 2 rauskommen. Gucken wir uns das beim nächsten Beispiel an. Hier ist n 4, weil wir insgesamt 4 Datensätze haben. Jetzt müssen wir die einzelnen Werte multiplizieren. Also 1 mal 2 mal 8 mal 16. Ist die vierte Wurzel von 256. Wie schon gesagt, meinetwegen dürft ihr jetzt einen Taschenrechner nehmen. Dann kommt er hier auf 4. Worauf man dabei häufig achten muss, ist auf den Tabellentyp, mit dem man arbeiten soll. Wenn wir uns jetzt dieses Beispiel angucken, hier geht es um Schulnoten und wie häufig die vorgekommen sind, dann müssen wir daran denken, dass Häufigkeit 5 bedeutet, dass die 1 5-mal gegeben hat. Und wenn wir uns jetzt die Gesamtzahl n der Werte angucken wollen, dann dürfen wir nicht sagen, dass das 6 Werte waren. Jetzt müssen wir nämlich alle Häufigkeiten addieren. 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 5 plus 4 sind nämlich 20 Werte insgesamt. Das heißt, wenn wir dann diesen Wert ausrechnen wollen, geht es schon mal los mit der 20. Wurzel von. Und wenn wir jetzt quasi da stehen hätten, 1 mal 1 mal 1 mal 1 mal 1, 5 mal, könntet ihr schreiben 1 hoch 5 mal, 2 haben wir 3 mal, also 2 hoch 3 mal 3 Quadrat mal 4 hoch 1, die hoch 1 könnte ich weglassen, ich schreibe es aus pädagogischen Gründen, mal 5 hoch 5 mal 6 hoch 4. Und dann können wir alles in den Taschenrechner werfen, ich habe es hier unten mal vorgemacht. Und kommen dann im Endeffekt auf unseren Endwert. Also achtet drauf, mit welchem Tabellentyp ihr arbeiten müsst. Jetzt gucken wir uns noch ein paar Sachen an, die gut zu wissen sind. Erstens, ihr solltet diese Formel nicht verwenden bei negativen Datenwerten. Warum eigentlich nicht? Wenn irgendeiner von diesen Werten in der Reihe negativ ist, kann es ja sein, dass das Gesamtprodukt negativ ist. Und wenn ihr dann eine gerade Wurzel habt, dann geht es nicht gut. Weil wenn ihr zum Beispiel einen Taschenrechner eingibt, vierte Wurzel von minus 10, dann sagt er nämlich Error. Deswegen verwendet es bitte nicht bei negativen Datenwerten. Eine Theoriefrage, die gern gestellt wird, ist, was ist, wenn ein Datenwert 0 ist? Macht es dann überhaupt Sinn, diesen Datensatz auszuwerten? Also das Problem an der Geschichte ist, wenn ihr irgendeinen Datensatz habt, meinetwegen der ist 0 und alle anderen sind jetzt irgendwelche anderen Werte. Was passiert dann hier oben in der Rechnung? Ihr werdet tatsächlich dann irgendwann rechnen 0 mal Pünktchen, Pünktchen. Und was dabei dann im Endeffekt passiert, ist, dass ihr die Wurzel von 0 zieht, weil 0 mal irgendwas ist 0 und dann kommt ja immer 0 raus. Das heißt, hier wäre die Aussage verzerrt, deswegen ist es sinnlos, es anzuwenden, wenn ein Datensatz 0 ist. Ich hoffe, du konntest in dem Video was mitnehmen und was lernen. Das habe ich gerne gemacht. Hier ist noch eine persönliche Nachricht von mir. Lass dir von keinem Menschen erzählen, dass du irgendwas nicht kannst. Lass dir von niemandem erzählen, dass du zu dumm für irgendwas bist. Mathe ist kein Rätsel mit 1000 Siegeln. Mathe kann man lernen und du bist gerade genau dabei, das zu tun. Auch wenn man die Dinge am Anfang nicht kann, ist nur eine Frage der Zeit, dann kannst du die. Wenn du Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Wenn du jemanden kennst, der gleich im gleichen Thema wie du hockst, dann kannst du das Video auch gerne teilen. Wenn du noch irgendwelche Anstöße für Themen hast oder Sachen, zu denen du gerne Videos hättest, schreib es mir doch unten in die Kommentare.
Und ansonsten wie immer, glaub an dich, du kannst das alles.